heute möchten wir uns wieder mal aus den Niederlanden, aus Holland melden. Und wir sind hier in der Snow World in Zoetermeer. Hier ist ja hinter uns direkt in der Halle eine sehr schöne Skipiste, ein großes Haus. Und ich darf Ihnen den Direktor von Snow World vorstellen, an Bernd van de Weede. Bernd, hier, das Snow World ist ja nicht nur Skifahren in der Halle, Indoor-Skiing, es ist auch hier viele andere Möglichkeiten, Sport. Kannst du uns ein bisschen was über die Halle berichten? Ja, Snow World, Peter, das ist ein Urlauberlebnis. Snow World, wenn die Leute aus Holland nach Snow World kommen, dann kommen sie nicht nur für eine Stunde Skifahren, aber sie kommen für einen Tag Urlaub, und bei einem Tag Urlaub gehört alles dazu. Da gehört, was sie sagen, es ist Skifahren, aber auch die Eltern können mit. Da gibt es viele Restaurants, es gibt Aerobics, es gibt Fitness, es gibt Sauna, Solaria, Whirlpools etc. Man kann ja hier in Snow World einen Tag Urlaub erleben mit der ganzen Familie. Es ist ja hier nicht nur zurzeit findet ja das Snow Festival 2000 statt. Es gibt hier auch sehr große andere Events, zum Beispiel Milka Holland macht jedes Jahr eine große Veranstaltung mit Skien und so weiter. Welche Möglichkeiten sind da noch? Ja, das gibt jedes Jahr in Holland viele Evenemente. Sie haben gesagt, Milka, jedes Jahr im März oder April 5.000, 6.000 Leute hier in das Komplex. Und ja, jedes Wochenende gibt es hier am Samstag, am Sonntag 2.000, 3.000, 4.000 Leute in dieses Haus, in dieses große Chalet, um ein Wintersport-Erlebnis zu machen, um dann gut präpariert nach die wirklichen Pistes in Österreich zu fahren. Weil ja, hier ist die Piste in Holland immer zu kurz. Ja, so für Anfänger ein optimal geeigneter Platz, um das Skifahren zu lernen. Also wir danken kurz für das Interview und wir freuen uns, als Tiroler oft zu Gast zu sein. Ja, danke Peter, wir freuen uns immer, wenn Sie hier kommen. Danke. Nu staat in wintersporten per definitie natuurlijk in de kou, maar wij vonden toch hoog tijd de honderdduizenden wintersporters onder onze leden ook hun eigen festival te geven. Een manifestatie van groot kaliber met goede informatie. Veel demonstraties, lezingen, workshops en mogelijkheden om materiaal zelf te testen.
En dit alles voor een zo laag mogelijke entreeprijs. Hallo? Bitte! Super, ja. Und hier auf dieser Messe beim Snow Festival 2000 sind ja sehr viele Länder vertreten, Italien, Schweiz und natürlich Österreich. Und Österreich ist ja mit Tirol sehr stark vertreten und ich darf Ihnen den Michael Ott von der Tirol Werbung vorstellen. Michael, welche Aufgabe ist von der Tirol Werbung hier präsent zu sein? Aufgabe der Tirolwerbung ist natürlich am holländischen Markt präsent zu sein. Er ist für Tirol zweitwichtigster Herkunftsmarkt. Darum versuchen wir natürlich alles hier am Markt immer wieder mit auftreten zu sein. Und da bietet diese Messe in Südermeer natürlich eine einmalige Gelegenheit. Was wird alles vertreten? Also
welche Marketingseite oder Strategie? Wir legen heuer natürlich besonderen Wert auf die alpine Ski-WM, die nächstes Jahr 2001 in St. Anton stattfindet. Und die versuchen wir natürlich in den Vordergrund und als Aufhänger für Gesamttirol zu verwenden, ist ganz klar. Auf der anderen Seite haben wir natürlich starke Tiroler Partner, Tiroler Orte, wo der holländische Gast eine wichtige Rolle spielt. Und die versuchen wir natürlich bestmöglich zu unterstützen. Sollte wieder so ein Event sein, ist Tirol vertreten? Ja, die Besucherzahl ist, sage ich, eine Sache, die leider unsere Erwartungen nicht erfüllt hat hier. Aber für uns war es einfach wichtig, bei dieser Messe, die heuer erstmals veranstaltet wird, dabei zu sein. Wir haben rundherum, glaube ich, ein sehr gutes Rahmenprogramm gemacht, von Presseauftritten, Vorfeldbewerbung etc. Und insofern glaube ich, dass wir Tirol sicher unter dem Strich sehr gut positionieren haben können wieder und sicher der ganze Auftritt für uns positiv war. Besucherzahl war leider unter den Erwartungen, aber wie gesagt, unter dem Strich war es für Tirol sicher ein sehr guter Auftritt. ANWB ist ja ein sehr großer Automobilclub und ich glaube, mit ANWB hat man hier auch einen sehr guten Partner. Ja, das war uns ganz wichtig im Vorfeld, dass wir gesagt haben, wenn der ANWB als der holländische Automobilclub das veranstaltet, dann wird es eine gute Veranstaltung. Darum haben wir auch gesagt, das unterstützen wir und machen mehr als jetzt nur eine kleine Beteiligung in Form eines Standes. Dass trotzdem nicht mehr Besuche gekommen sind, ärgert uns wahrscheinlich gleich wie den ANWB, aber wir werden beide unsere Schlüsse daraus ziehen und für nächstes Jahr einfach schauen, dass wir besser hier sind. Danke, Herr Michael.